So, meine Lieben, hier ist das Video vom Ehrenpflaume. Kai Pflaume hat einen YouTube-Kanal und sein erstes Video hat einfach mal 1,25 Millionen Aufrufe. Das ist absoluter Wahnsinn. Ist vom 5.9. und hat Monte besucht. Also er hat Monte zu Hause besucht. Also auch bei seinen Ellis. Sie sind zu seinen Ellis gefahren. Leute, einen Tag mit. Und unglaublich aber war, ich war noch nie in Buxtehude. Bin das erste Mal heute hier und kriege eine exklusive Tour. Inside Buxtehude mit Marcel Monte Montana Black. Bin gerade schon dabei. Hat heute hier sehr neue Sachen. Ach komm. Und Bob ekelhafter Typ, wen meinst du? Montana? Ich möchte keinen Hate haben. Also wenn ihr den nicht leiden könnt, bitte nicht zu viel haten, wenn ihr ihn nicht mögt. Das ist in Ordnung, jeder darf seine Meinung haben. Aber er ist nun mal, in Deutschland ist er nun mal einer der größten YouTuber. Das muss man anerkennen. Und dann ist es auch logisch, dass auch mal jemand mit ihm was zusammen macht. Gerade so jemand wie Kai Pflaume. Oha, aber das ist mein Wecker normalerweise. Das wäre jetzt meine Zeit aufzustehen. Ja, guck mal. 11.30 Uhr. Stehe ich immer spätestens auf. Du hast halt der Ilsebach. Müsst ihr mal denken, 11.30 Uhr steht er auf. Du, ich habe viel Zeit verbracht. Schon früher, als kleiner Butschi, ist man hier spazieren gegangen mit meinem ersten Hund, Vincent. Aha. Was war das für ein Hund? Golden Retriever Labrador. Oh, so ein Ladykiller, ja? Aber Vincent war ein guter Hund, das muss ich dir sagen. Es war einer von uns damals, den hat man mitgenommen. Wir sind kiffen gegangen, irgendwo am See oder so. Er war immer dabei. Was mich immer triggert, wenn er irgendwo sagt. Nicht, er sagt nicht irgendwo, sondern irgendwo. Irgendwo. Er sagt nicht ihr, er sagt eh. Das war immer relativ amüsant. Also er hatte seine speziellen Vorlieben. Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Keine Ahnung. Also was mich jetzt aber gerade hier extrem aufregt, ist, dass sie den Weg komplett neu gemacht haben. Der andere war doch noch gut. Aber sind wir mal ehrlich, guckt euch mal den Weg an. Der sieht halt wirklich aus, mit der Planierraupe durchgefahren, so mitten durch den Wald, ne? Also ein schöner Waldweg ist mir lieber als so ein plattgefahrenes Ding. Kai Pflaume ist aber auch krass sympathisch und wie gemacht für das Format. Ja, eben. Da steckt auch Kalkül dahinter. Die sind gut, die Leute, die das machen. Kai hat auch was dagegen. Irgendwo. Ich hatte leider also als Jugendlicher nie einen Hund. Ja, muss aber heute sagen, ist euch das laut genug? Jemand einen Tipp geben sollte, wie man am schnellsten und einfachsten Mädels kennenlernt. Mit Hund, ja. Eigentlich muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ja, weil du verheiratet bist. Ja. Seit 20 Jahren. Nächstes Jahr 25. 25 Jahre, ja. Lauda. So geil. Ja, das ist sehr gut. Ich denke, meine längste Beziehung war 10 Jahre. Ich denke, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ja, Mr. Lover Lover, weißt du? Ja, aber 10 Jahre gut so? Ist ja auch schon mal. Ich mein, aber ich glaube, sowas wird es immer weniger geben, solche langen Beziehungen. Ja, aber das ist, ich weiß immer nicht, weißt du, ich bin... Wusste das einer von euch, dass Monte seit über 10 Jahren eine Freundin hat? Wusste das einer? Weil für mich ist Monte der Single. Die hatten sich doch getrennt. Ja. Die hatten sich getrennt, aber er sagte doch gerade, die sind seit 10 Jahren zusammen. Ich denke, meine längste Beziehung war 10 Jahre. Ah, okay, er sagt wahr, sorry. Keine Ahnung. Ja, Mr. Lover Lover, weißt du? Ja, aber 10 Jahre ist ja auch schon mal. Ich mein, aber ich glaube... So 10 Jahre, also, ne, Leute, eigentlich ist das gar nichts. Das geht so schnell rum. Wenn ich jetzt ein bisschen spoilern kann aus meinem Privatleben, ich und meine Kleine, wir sind jetzt 8 Jahre zusammen, 7 Jahre verlobt. Wir kannten uns davor aber schon locker mal 10 Jahre. Das heißt, wir kennen uns mehr oder weniger schon über unser halbes Leben eigentlich. Was absolut krank ist, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Das ist absolut krank. Also wir, gerade auch, dass man sich vorher 10 Jahre kannte, ist es nie was draus geworden. Und nur eines Tages dann, ja, sagt man sich, oh, weißt du was, scheiß drauf, lass machen so. Es wird immer weniger geben, solche langen Beziehungen. Ja, aber das ist, ich weiß immer nicht, weißt du, ich bin ja jemand, ich bin ja, was solche Sachen betrifft, sehr dann eher konservativ und sage, ey, so Werte, so bestimmte Werte, das ist schon gut, wenn die erhalten bleiben. Ich finde das auch nach wie vor super cool zu heiraten, ja, weil das ja auch ein Versprechen ist und das ist ja eine Aufgabe. Da muss ich ihm echt widersprechen, heiraten finde ich gar nicht so cool. Weißt du, wenn man so wirklich sagt, man verbringt sein Leben zusammen. Ich verstehe, was du meinst. Ob es ein Widerspruch ist, das ist deine Meinung. Deine Meinung ist halt anders. Ja, für mich ist halt das Konzept des Heiratens ein anderes. Also da muss ich sogar mit Monte, weil Monte sagt so, macht denn das Heiraten irgendwas anders so? Er sagt ja selber auch, er würde halt aus steuerlichen Gründen. Wäre bei uns ähnlich. Also meine Beziehung, so wie sie jetzt ist,
ist genauso richtig, wie sie ist. Da kann passieren, was will. Also ob wir jetzt heiraten, das macht unsere Beziehung nicht besser oder sowas, sondern wir sind auf dem gleichen Level. Du wachst dann nicht auf und sagst, wir sind jetzt verheiratet und auf einmal sind wir noch glücklicher. Nein, eher nicht. Für viele ist das halt so weiß nicht, so ein Riesending, aber dadurch wird die Beziehung nicht besser. Wenn sie vorher scheiße war, wird sie nicht besser, Mann. Muss man heiraten, um sich die Liebe zu zeigen? Nö, muss man nicht. Bin ich nicht im Heiraten. Ich habe erstens genug Elbani. Wie er rumläuft, ne, mit seiner Jogger und Flipflops, ne? Geht gar nicht, Alter. So wie nie rausgehen mit der Schnellfickerhose. Nee, für mich, wenn ich jetzt an heiraten denke, sind die einzigen Vorteile, die ich hätte, wären Steuerersparnisse. Ja, das ist doch scheiße. Ja, deswegen heirate ich auch nicht. Ja. Außerdem, wen soll ich? Ich habe ja auch niemanden zum Heiraten. Ja. Oh, von mir heiraten kann ich oder was? Ja, ich glaube, das würde funktionieren. Marcel Pflaume wird sich gut anhören. Marcel Pflaume. Dann kriegt bestimmt auch bei Mercedes wieder VIP-Leasing mit dem Nachnamen. Da kriegt der Begriff Ehrenpflaume nochmal eine ganz neue Bedeutung. Hast du recht. Die Ehrenpflaume, ja moin. Ja, hast du recht. Ja. Nee, aber muss ich dich enttäuschen, der Kanal ist schon. Herr Freefreak, danke für deinen Resub im dritten Monat. The best. Moment. Das ist ganz wichtig. F1 Day Day 3 Smart. Vielen Dank, mein Bester. Super lieb von dir, Mann. Hallo, Kindler. Hashtag Ehrenpflaume. Ja, weil die Leute, die. Vor allem, wie Monte noch nicht geschnallt hat, dass der Kanal von Kai Pflaume Ehrenpflaume heißt, Alter. Das hat ihm halt keiner gesagt vorher, ne? Mehrere Folgen und so, die sagen ihm nicht, ich bin eher ein Mann oder ein Ehrenbruder. Ehrenpflaume. So, sondern du bist eine Ehrenpflaume. Ja. Ja. So in Ordnung. Ja, oder? Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber weiß ich, heiraten sehe ich mich erstmal nicht drin. So, ich muss jetzt hier kurz meine. Aber was mir aufgefallen ist, gestern auch schon, guckt mal, wie Monte reagiert, als im Hintergrund die Leute kommen und irgendwas sagen. Also so Hamburg, komm mal hier, so nach dem Motto. Guckt mal, wie sich seine Körpersprache auch verändert. Also, wenn er so erzählt, er hat sich früher viel geprügelt, er ist, glaube ich, heute nicht unbedingt anders. Also, das wäre auch gelogen. Ich würde wahrscheinlich auch so reagieren. Wenn irgendwer hinter mir oder irgendwas kommt, irgendwas passiert und dann drehe ich mich auch um, habe schon so eine gewisse Anspannung. Also, man ist dann eher schon im Fight-Modus. Du bist eine Ehrenpflaume. Guck mal hin. Guck, das Lachen ist sofort weg. Er guckt hin. Und du merkst einfach schon so dieses, sofort der Blick und was willst du? So eher. So, ich muss jetzt hier kurz meine Arbeit machen. Was machst du jetzt hier? Ja, ich muss gucken, ob das hier alles läuft und das sieht nicht so aus. Hallo Leon! Guck, da ist wieder dicker Stau. Bist du hier der Bachbeauftragte? Ja. Der Bachbeauftragte von Buxtehude, weißt du? Monte holt die Ässchen aus dem Bach. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich finde das auch lustig, wie er den Kai Pflaume die ganze Zeit mit Dagger anredet. So. Ich hätte wohl eher Kai zu ihm gesagt, weißt du? Sehr neue Sachen. Aber nimm mal kurz meine Kette, sonst knuspert das die ganze Zeit am Mikrofon, wenn ich mich. Ist die was wert? Nee, die ist aus Istanbul. Okay. Nee, aber die ist aus Istanbul. Also ich mach den. Wie soll ich dir das erklären? Ich will, dass das vernünftig plätschert. Du sorgst dafür, dass hier kein Stau entsteht. Ja, ich mag es nicht. Für mich war dieser Ort immer die pure Entspannung, wenn das richtig sich gut anhört. Mhm. Und wenn das verstopft ist, dann hört sich das für mich nicht richtig gut an. Da kommt der innere Autist beim Monte durch. Der Monk, der innere Monk, Mann. Das heißt, das machst du quasi schon seit... Ich bin aber auch so. Ja. Und meine Freunde und auch mal ein paar Zuschauer legen mir auch immer extra was hin. Das finde ich nicht so gut. Ist das so? Ja. Nein. Doch. Und sowas hier, guck mal. Nein, das geht gar nicht. Ne? Nee. Und deswegen. So, alles gut. Kann man wechseln die Hose. Vor allem kann man wechseln die Hose. Es ist Wasser, das trocknet weg, Monte. Solange die keinen Müll hier liegen lassen, das ist nämlich auch das Problem. Was trocknen oder waschen lässt, Digga. Ihr kauft sich einfach was Neues. Ja, it's true. Wie Müll ich hier auch so mitgenommen habe. Merkst du schon, wie sich das besser anhört? Ja. Ist keine Frage, ich würde da auch gutes Auge. Den Scheiß rausziehen. Da wäre ich genauso. Oh ja. Und das ist. Ich bin genauso, Alter. Wenn irgendwo in so einem kleinen Tümpel irgendwie Äste drin hängen. Ich habe sogar in Kempten, als wir in Kempten gewohnt haben, habe ich teilweise aus der Iller so Baumstämme angestoßen, dass sie weitergeschwommen sind, weil mich das übelst getriggert hat, dass sie da hingen. Vor allem, wenn sich da Müll verfängt. So, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich irgendwo Müll sehe und ich habe ein Behältnis dabei, ich sammle den Scheiß auf. Also wer mir schon länger auf Insta folgt, hat das auch gesehen, wo wir am Strand gelaufen sind. Ey, da habe ich,
also da scheut's mich auch nicht, da nehme ich dann auch so eine scheiß Damenbinde in die Hand. Ich hasse das, wenn ich hier am Strand lang laufe und da liegt der Müll von dieser Zivilisation. Und die meisten Leute, die haben's halt echt, die fressen ihren Snickers im Laufen und schmeißen das dann auf den Strand, Alter. Das muss ich wegsammeln, das kann ich, das geht nicht, Alter. Ich kann nicht dran vorbeilaufen und das einfach liegen lassen. Das kratzt mich richtig, das tut richtig weh. Illerbach und Illersee? Ilsebach. Und der hat der Seennamen? Wie bitte? Hat der Seennamen? Ilsebach. Ach, der See heißt Ilsebach. Ilsebach, ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, das stimmt, ja, natürlich. Für dich als jemand, der das nicht kennt. Wir nennen das hier Ilsebach. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das heißt hier einfach Ilsebach. Ehre mit Ehre gebührt? Ich war nie vorher in Buxtehude. Warum? Hä? Warum war ich noch nie in Buxtehude? Trixios, danke für deinen Follow. Gut. Ja, endlich neue Kamera. Ja, kommt noch. Aber schau mal, das finde ich so total gut, dass wir da auch mal drüber reden, weil ich glaube, dass viele das... Ich weiß nicht mal, ob das positiv ist. Also es hat ein positives Ergebnis, aber letzten Endes ist es auch nur eine Störung, dass ich sowas nicht liegen lassen kann, weil alle anderen können es ja liegen lassen. Einschätzen, als du das. Natürlich gibt es auch nochmal den privaten Marcel, der ein bisschen anders unterwegs ist, aber dass ich in der Natur mich entspanne, das wissen viele. Ja. Weiß nicht, dass ich gerne hier nachts pennen würde. Weiß ich nicht, Summum. Verarschen, Alter. Was sagst du? Na, lass durchspielen, aber guck mal in Discord. Jo. Ich muss eh kurz pinkeln, ich bin gleich wieder da. Ich lasse das Video aber laufen, ich kenne das schon. Guckt es euch mal an. Ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich bin auch extrem froh, dass bis auf irgendwie ein paar Platzwunden oder sowas irgendwie nie jemand größer zu Schaden gekommen ist. Oder hast du das irgendwie gelernt, die Aggressionen zu kontrollieren? Also hast du... Naja, kein Alkohol. Aber wo soll ich im Discord gucken? Ich habe noch nichts bekommen. Ist egal, Digga, ist egal. Ah, okay. Was ich aber sagen möchte, ich finde das, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, ich finde das ganz cool, dass Monte wahrscheinlich auch wirklich so einer ist, der halt auch mal rausgeht. Das tut halt wirklich gut, Leute. Also wer das noch nicht gemacht hat, ich empfehle es euch. Selbst wenn ihr das noch nicht nachvollziehen könnt, wenn man draußen in der Natur ist, ab einer gewissen Weile merkst du halt wirklich, wie im Kopf ein Schalter umgeht so und du halt wirklich runterkommst. Das ist komisch, wie man das beschreiben soll, aber wir sind halt trotz allem, sind wir immer noch Wesen der Natur. Also da kommt dann irgendwo vielleicht auch so ein bisschen der Höhlenmensch durch, ich weiß es nicht, du beruhigst dich einfach. Wenn das mal einer machen will, einfach vielleicht auch mal rausgehen in den Wald, zelten, das holt einen so krass runter, das ist Wahnsinn. Du bist dann in einem Modus, den du so gar nicht kennst. Das tut so gut, alleine auch schon mal rauszugehen, wenn man den ganzen Tag nur vor der Glotze oder vorm Monitor sitzt oder halt nur Kunstlicht, abgedunkelt den Raum. Das ist ein geiles Leben, aber rauszugehen und Luft zu atmen, Licht zu sehen und die Eindrücke, die man in der Natur kriegt, das ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Das tut so gut, das ist wirklich Balsam für die Seele, sagt man so. Und das stimmt. Pool trinken ist ja schon mal eine Lösung. Das Gefühl habe ich bei Minecraft auch immer. 10 Jahre nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Stress oder Gewalt. Warum auch? Warum sollte ich das machen? So? Das ist doch gut, wenn man so zu... Auf, ja. Sehr cool, der Ilsebach, muss ich sagen. Schon dafür hat es sich gelohnt, nach Buxtehude zu kommen, endlich zum ersten Mal. Also ich muss aber auch fairerweise sagen, du machst jetzt natürlich, der ist cool und das glaube ich auch. Ich finde das wirklich schön. Das glaubst du mir jetzt. Aber es gibt natürlich deutlich schönere Flecken in Deutschland. Ist jetzt nicht, ja, mein Wohnort zum Beispiel. Naturspektakel, ne? Ja, aber ich muss sagen, was ich mag, ist, dass das so, das ist richtig pure Natur. Ja, das ist so pure Natur. Weißt du, das ist eben, also zum Beispiel, ich würde hier gerne mal laufen gehen zum Beispiel. Die Stress-Stories kaufst du mir immer nicht ab. Du, Willi, hinterher wird immer noch ein bisschen was dazu und ein bisschen was weg. Und wenn man besoffen ist, dann verlieren sehr viele Sachen sowieso. Also du stellst dann Dinge auch ganz anders dar. Ich habe das mal gehabt, dass ich mich im Suff mit einem geprügelt habe und da war ich so knackendicht, Alter. Am Anfang war es so, dass ich ihm alle Zähne ausgeprügelt habe. Irgendwann war es, dass er eine blutige Nase hatte. Und ganz am Schluss war, dass wir beide so besoffen waren, dass wir mehr oder weniger bloß aneinander vorbeigestolpert sind und hingeflogen sind. Und deswegen... Halt, weißt du, die Realität war ganz anders als das, was man wahrgenommen hat. Wenn du absolut unter Einfluss bist, also bei Drogen kann ich jetzt nicht groß mitreden, also ich selber nicht, ich habe es bei anderen miterlebt, aber wenn du unter Einfluss von Alkohol oder sonstigem Scheiß bist, da verändert sich die Welt komplett und dann erzählt man halt auch mal Sachen und sagen wir es mal so, wir kommen nachher noch auf diese Transengeschichte so, das macht sich halt gut, sowas zu erzählen, generiert halt Klicks, sagen wir es mal so. Ob das stimmt, will ich, keine Ahnung, will ich ihm nicht unterstellen, dass er lügt oder sowas. Ist halt,
ein bisschen ausgeschmückt wird immer ganz gerne mal, ne? Ich auch. Und ja, ist schön, ein schönes Fleckchen Erde, ne? Es gibt, nee, noch, cool. Es gibt noch schönere Plätze in Buxtehude. Zum Wasser. Wenn ich mal wieder einen Tausender in der Spino gelassen habe bei ihm, dann kriege ich immer als Entschädigung Wasser. Wir gucken jetzt gleich mal hier bei Montes Oma und Opa rein. Du siehst am Gang die Körperhaltung, finde ich so geil. Ne, der Rücken nach hinten, Hüfte so nach vorne. Fehlt bloß noch eine ordentliche Plauze dazu. Vor allem so ganz Körper sieht Monte halt echt spack aus. Ne? Wenn er sitzt in seiner Cam, sieht er halt irgendwie breiter aus. Ich weiß auch nicht. Aber so siehst du halt an, der sitzt halt den ganzen Tag auch bloß vorm Rechner. Ne? Los mit den Kindern. Ja, das fand ich auch ganz nett. Ja, also, was nicht schlimm ist. Also, das kommt ja alles schön, noch. Ja. Das ist nur jetzt gerade in der Sommerpause. Ja. Ne? Also, das fand ich auch immer schön, wenn man gesehen hat, wie die Kinder wohnen. Und das ist dann auch schon interessant. Ja, kann ich alles sagen. Das war dann immer schade, wenn Kinder. Klein gegen groß, kennst du? Da waren sie auch irgendwie ein ganz anderer Mensch. Vor allem, überlegt euch mal, ne? Das ist seine Mutter. Wenn ich das richtig verstehe. Das ist seine Mutter. Und wenn ihr seinen Vater dann gleich seht, das ist so. Nee, ist Oma. Ach, ist das Oma? Okay, dann ist das seine Oma und sein Opa. Und dann denkst du dir so, das passt von der, weißt du? Das passt so gar nicht, Alter. Das passt so überhaupt nicht. Das sind so komplett verschiedene Welten, Mann. Dann ist das seine Oma, sorry. Dann habe ich das gestern nicht so richtig überrallt. Die Mutter würde ich gerne mal dazu sehen, so. Ja, da waren sie irgendwie natürlicher. Das fand ich irgendwie besser. Als was? Als wo? Als wenn sie jetzt da auf der Bühne gestanden haben. Das wirkte dann schon ein bisschen steifer. Auf der Bühne habe ich einen Anzug an. Hey Leute, wie sie das einfach sagt, natürlich ist das normal, Mann, wenn der auf einer Bühne performt, das ist was ganz anderes, als wenn du mit Leuten von Angesicht zu Angesicht redest. Stellt euch mal vor, so einer wie Till Lindemann von Rammstein, der hat Angst davor, vor vielen Menschen was zu performen. Der sucht sich, hat er selber schon mal gesagt in der Doku Anaconda im Netz, hat er gesagt, er sucht sich dann einen Punkt irgendwo hinter der Menge und das wirkt dann so, als würde er die Menge angucken. Da sind 30.000 Leute, du kannst ja nicht jeden einzeln ansprechen. Du musst dir vorstellen, das ist halt eine Masse, das ist ein Gegenstand so, nach dem Motto. Moin! Und sein Opa verstehst du gar nicht, ne? Das macht nichts, Opa ist so braun. Schlag rein, Hände ein bisschen aufgeräumt, aber oben ist also mein allererstes Zimmer, was ich bei Oma und Opa hatte, als ich eingezogen bin, das war das Zimmer hier. So, das war klein und fein. Da war aber auch noch nicht geplant, dass ich so lange hier wohnen, ne? Wie lange hast du hier? 8-9 Jahre muss das gewesen sein. 8-9 Jahre habe ich hier gewohnt. Und das war mein erstes Zimmer. Da war hier zwei Matratzen übereinander, hier ein kleines Regal und da war der Fernseher. Und hier war draußen meine kleine Terrasse, wo ich meine Bon hingestellt habe. Und wie alt warst du, dass du hier gewohnt hast? Ja, Schulzeit. Ja, Ende Schulzeit so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das waren schon gute Zeiten hier, ne? Ich sag dir ehrlich, ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, das waren die besten Zeiten eigentlich, die ich hatte. So, würde ich schon sagen. Auch wenn es die chaotischsten Zeiten waren, die schlimmsten Zeiten, irgendwie waren es trotzdem aber auch die besten Zeiten. Weil Oma und Opa auch immer da waren und. Weil die alles miterlebt haben, auch die ersten Erfolge auf YouTube später dann und sowas, ne? Schon. Auch hier, du, ich habe hier viele schöne Zeiten auch in diesem Kleinzimmer gehabt, ne? Und wir können jetzt nochmal in das heilige Zimmer gehen. Ja, und das ist jetzt hier. Das ist Opa sein Reich jetzt, aber das war ganz lange mein Reich, mein erster Zockersessel. Hier habe ich die ersten YouTube-Videos hochgeladen. Jetzt macht er das, was ich auch immer mache. Ich muss mich immer nach hinten lehnen. Da sah das natürlich alles noch ganz anders aus, das ist klar. Moin, moin meine Call of Duty-Freunde und herzlich willkommen. Also, war halt mein Zimmer. Oh, der Stuhl, der fühlt sich so gut an. Der fühlt sich so gut an. Wie alt warst du, als du angefangen hast mit YouTube? Oder wie lange ist das her? Also weißt du wahrscheinlich wann? So vor 7-8 Jahren habe ich angefangen ungefähr, würde ich sagen. Das war schon auch immer wieder ein Ruhepol hier oben, hier mal sich so reinzusetzen. Ne? Das waren gute Zeiten hier oben und das waren auch mit die besten Zeiten, die ich, ist halt so, würde ich sagen, in meinem Leben hatte bis jetzt. Hungriger war man da auch einfach. Guckt euch mal an, wie Kai Pflaume da sitzt, Alter. Wie so ein absoluter Mann.
wie soll ich sagen, das war, da, ja, ist ein schwieriges Thema, aber da war man halt. Feministen würden sich jetzt übelst aufregen. Manspreading vom Feinsten, Junge. Er nimmt den halben Raum ein, so wie er da sitzt, ey. Wie soll ich das sagen? Da hat man sein Ding gemacht und er hat seine YouTube-Videos hochgeladen. Und wenn man irgendwie finanziell ein Tausender mehr verdient hat als letzten Monat, dann war das ein geiles Erfolgserlebnis. Und man hat halt langsam hier sein Hobby zum Beruf gemacht. Ein Tausender, davon träume ich noch, Alter. Ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr Wert zu schätzen. Tausender im Monat mehr verdienen als zuvor, Bruder. Es war halt einfach ein anderes Gefühl, würde ich sagen, ne? Kannst du dich auch noch dran erinnern, als ich runtergekommen bin und gesagt habe, ich habe die ersten 200-300 Euro verdient mit YouTube? Konnte ich gar nicht verstehen. Nee. Boah, ich sag euch, ne, das ist so ein krass geiles Gefühl. Also bei YouTube kann ich jetzt nicht mitreden. Wird ja dann hoffentlich auch irgendwann in der nächsten Zeit kommen, dass der YouTube-Kanal monetarisiert werden kann. Aber alleine die erste Auszahlung von Twitch, Mann. Wie lange man darauf wartet, Mann. Und dann kommt die erste Auszahlung und dann geht das Schlag auf Schlag und auf einmal hast du 100 Subs und dann hast du auf einmal das Doppelte. Und so jedes Mal, wenn du dann so guckst, wie ist der Subcount und dann gehst du im Kopf so durch, mal 250. Da, keine Ahnung, das ist so surreal einfach, das ist gewaltig. Ab dem Moment, wo du so denkst, ich kann davon leben, ich könnte davon echt leben, Mann. Es ist so krank einfach. Ein bisschen Fanboy bist du von Kai, ne? Kann das sein? Ja, klar, das ist schon was Besonderes. Nein, weißt du, dass du da einfach hier so auftauchst, nicht mal vorher sagen, eine Stunde vorher, ich komme vielleicht und das wird spannend. Nein, so wie er mit seinen Freunden kommt. So, und da finde ich, ist eine kurze Anspielung, dass Monte sich bei seiner Oma nur blicken lässt, wenn er mit seinen Kumpels irgendwie ein Video aufnehmen will. Ich hoffe, das ist nicht so, weil die wirken eigentlich echt lieb, auch wenn die garantiert ein bisschen anders drauf sind als Monte. Ich glaube, die sind sehr, sehr, sehr bürgerlich. Hier, jetzt kommt der geilste Moment eigentlich. Habe ich nachgeguckt, kostet 151 und kann nicht 400. Das stimmt auch nicht. Da kannst du ja mir verheißen, Mann. Wie bitte? Da kannst du ja mir verheißen. Also, du hast Opa eine Sonnenbrille geschenkt und er hat erstmal gegoogelt, was sie kostet. Was er gesagt hat, die kostet 450 Euro. Über seine Angeberpreise. Ich hab gesagt, die kostet 150 und kann nicht. Schmutz jetzt, sagt er, die Schmutz. Schenkt Opa eine Brille, Opa googelt. Opa, willst du auch noch ein Foto mit Kai oder was? Ich darf mal so rüber. Na logisch, ich bitte darum. Lächeln jetzt einmal. Also Thomas, kennen Sie mich. Ich bin so scheiße. So Freunde, es ist 2:10. Wir müssen mal was essen jetzt. Er ist viel da. Laut Insta zum Essen und so, okay, ich habe ihn nicht abonniert, also er ist jetzt niemand, für den ich mich privat jetzt großartig interessiere, deswegen sagte ich, hoffe, das ist nicht so, dass er nur mit seinen Kumpels da aufschlägt, um ab und zu so Familienstories zu machen, um mehr Leute ranzukriegen, also wenn er ein gutes Verhältnis zu Oma und Opa hat, was er ja später dann auch nochmal erwähnt, wenn das nicht nur gelogen ist, ist das gut, weil wenn man eine Oma noch hat und Opa, generell Familie, immer auch versuchen zusammenzuhalten, wenn möglich. Ja, so langsam bin ich auch. Mal gucken, was Buxtehude so kulinarisch zu bieten hat. Naja, wir gehen jetzt frühstücken, Digga. Ach so. Da gibt's jetzt, also ich weiß nicht, was du erwartest. Ich will einfach nur, am liebsten esse ich zum Frühstück, weiß ich, wie es dir geht. Rührei, Spiegelei. Ja, ja. Das ich habe heute schon gefrühstückt. Also insofern, ich frühstücke aber auch nochmal. Bin ja gespannt, wo es so lange Frühstück gibt. Überall. Okay. Die meisten haben doch Frühstücksbuffet ziemlich lange. Das ist aber dann muss ich nochmal wiederkommen. So. Ja, das ist jetzt die Buxtehuder Innenstadt. Die Leute werden alle doof gucken. Das weiß ich jetzt schon. Werden alle Lucky machen. Und er hat Hose gewechselt. Das ist jetzt auch nicht, ne? Das ist klar. Also Buxtehude ist nicht. Neue Hose ist am Start. So ist es gelesen. Ja, 40.000 Einwohner. Schade, dass ihr keinen Apple Store habt. Wieso? Naja, mit keinem Store. Wie er den jetzt nicht checkt. Pflaume, Apple Store wäre lustig. Wieso? Was? Hast du mit dem Deal oder was? Pflaume, Apple. Ach so, ach komm. Da bin ich noch nicht mehr Alter für die Witze. Oma hätte drüber gelacht bestimmt. Oma, okay. Ja. Schönen Tag. Guten Nachmittag. Mach's gut, ciao.
Den Osten trifft man überall. Den Osten trifft man. Wir haben doch das Land längst übernommen. Das hab ich nicht gemerkt. Sehr cool. Vor allem zockst du Warzone, ne? Geil. Wer zockt nicht Warzone? Wenn Freunde aus Sachsen kommen. Oder Montana Black. Ja, die, ja. Da Montana Black. Mit D und hinten mit D. Ja, das ist in Ordnung. Montana Black. Ich komme ja auch aus Sachsen, deswegen kann ich so gut nachmachen. Ja, der Jungs gleich so. Oh, der Jungs. Ey, wir saßen hier. Da fand ich so fad. Moin. Ich hätte gern Rührei wieder. Ja. Schön mit einem Stück Dinkelbrot dazu. Ja, ja. Du, aber guck mal, Flixi, ne? Ich würde das, also jetzt wenn ich jetzt Monte wäre, ich würde das teilweise sogar ja angenehm finden, wenn Leute mich fragen, ob ich der und der bin. Weil wir haben nachher noch eine Situation, wo die Leute sich einfach daneben stellen zum Foto machen. So, also, ne? Ich weiß nicht, ob mir das recht wäre, wenn mich jeder Zweite auf der Straße erkennen würde. Ich glaube nicht, dass mir das richtig gut gefallen würde. Glaub nicht. Ja, ist relativ neu, der Laden hier. Aber die Mutter mit ihren Kids, das fand ich ja sportlich, zu sagen, jo, wir fahren mal nach Buxtehude, machen mal eine Monty. Ohne Maske. Aber soll ich dir was sagen, das ist der Grund, warum ich aus Buxtehude wegziehe. Ja? Aber ich glaube, viele würden mich alleine schon nicht erkennen, weil ich keine Bandana trage. Und ich finde das cool, aber solche Leute wie da, die Mama mit ihren Kindern, gibt es jeden Tag 30 oder 40. Aber das ist ja ein gewisser Kult, der da besteht. Es ist ein gewisser Kult geworden, nach Buxtehude zu fahren und das zu machen, was ich mache, ja. Hat aber auch leider im Umkehrschluss, dass sehr viele auch ein privat zu Hause nerven. Weiß das einer, was da war mit der Mama und ihren Kindern? Ich habe da keine Ahnung, was da. Wenn du jetzt um 20 nach 2 frühstückst, wann isst du dann Mittag? Gegen 18 Uhr. Mhm. Und Abendessen fällt aus. Ach so, das meint ihr? Nö, ich Dings. Sag ohne Maske. Ich, ey, hier, nachher, wenn die an der Eisdiele sind, achtet mal, was er macht mit dem anderen Typen. Das würde auch nicht gehen, dank Corona. Erst gegen 18 Uhr warm und dann nochmal gegen 22 Uhr. Denk gar nicht dran, Junge. Er ist kaputt. Kleiner Stinker. Wenn du über Ausland die Kleinen sind die giftigsten. Dich dann reizen? Also die Kleinen sind immer die giftigsten. Auch schwierig. Also ein Punkt, warum auch ich, wenn ich könnte, also wenn ich jetzt die Problematik mit Kylo nicht hätte, oder was ist Problematik? Nee, wenn du es dir frei aussuchen könntest. Also ja, dann kommt ja noch der Punkt hinzu, dass ich mir denke, stell dir mal vor, jetzt ist ja irgendwas mit Oma. Ja. Ich glaube, ich würde nach Finnland gehen oder so. In Amerika und bis ich bei ihr bin, brauche ich 48 Stunden. Aber nehmen wir mal das alles raus. Also wenn es jetzt keine Verpflichtungen gäbe und so weiter. Ne? Kannst du frei aussuchen. Dann würde ich irgendwo in Europa, denke ich mal. Ne? Ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe mich in Mallorca. Mhm. Malle fand ich schon immer cool. Hab da mit Cala Ratllada eine Stadt, mit der ich eine tiefe Verbindung habe, weil ich dort das erste Mal am Meer, am Strand war mit Oma und Opa. Mhm. Nach Cala Ratllada habe ich eine starke Bindung und möchte da oben unbedingt auch mal wieder hin. Warst du nie wieder seitdem? Nein, das letzte Mal war ich da, als ich mit Oma und Opa da war. Ich war ja 4,5 Jahre schon nicht in Urlaub. Weißt du, wo ich dich auch mega sehe? Jetzt kommt die Stelle. Würde ich auch sagen, das wäre sowas. Ich glaube, das mache ich so als nächstes. Der nächste Step und die nächste Runde. Ja, da komme ich wieder und sage, mit Monte in Tokio. Nein. Hey Lion. Das ist wie eine Reise zum Mond, da kommst du anders wieder. Nee. So allgemein alles, was in der Region ist, den vertraue ich nicht. Weil ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil dann ist ja dein. Aber ne, ich hatte. So, die Geschichte mit der Transe. Ja, jetzt kommt die Geschichte mit der Transe. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch viele, viele Jahre habe ich, wie soll ich sagen, Vorbehalte gegenüber Asiaten gehabt. Das war mir so suspekt. Ich weiß nicht, woher das kam. Es war nie in meiner Kindheit irgendwas vorgefallen. Es hat auch niemals jemand aus meinem Umkreis, in meiner Familie irgendwie irgendwas Negatives gegenüber Asiaten geäußert. Aber ich fand die teilweise gruselig. Die sind halt von der Kultur anders. Die haben eben dieses immer Lächeln, ob sie dich mögen oder nicht und so. Und hier ist es ja doch eher etwas direkter. Mittlerweile habe ich eher sogar Sympathien für die Asiaten. Allgemein, also ob es Japaner, Chinesen, Filipinos und so weiter, man merkt halt, okay, das ist ein Stück Kultur. Andere Kulturen sind halt toll, ne? Und ich kann Monte da irgendwo verstehen, aber die Story, die er jetzt bringt, dass er deswegen nicht nach Asien mal irgendwo hinfahren würde, ja? Uff, einfach. Und vor allem, das ist ja hier nicht Thailand. Also, er redet von Japan, nicht Thailand, wo das eher passieren würde.
Trixias, vielen, vielen Dank für dein Abo mit Twitch Prime. sein erster Sub auf diesem Kanal. Herzlich willkommen, Trixie. Ja, nee, ist klar. Aber die Story, die er jetzt bringt, das ist, eigentlich ist das schon wieder so lächerlich, dass man ihm dafür über die Mütze streicheln möchte, die, by the way, extrem hässlich ist. Kanal, da, wir wollen jetzt hier nicht, dass es dann heißt, oh, Herr Pflaume, die Serie können wir jetzt nicht mehr mit ihm machen. Sagen wir es mal so, der erste... Vielen, vielen Dank nochmal. Wusste ich zu dem Zeitpunkt, ich war von der Transe. Okay. Und das hat irgendwie bleibende Schäden bei mir hinterlassen. Heißt jetzt, also, es ist ein Running Gag geworden. Das heißt, das, man sieht es logischerweise ja nicht immer sofort? Nein, habe ich auch nicht. Nein. Also du hast gedacht, es ist eine Frau? Ja, ja. Ich und René waren mit der zusammen unterwegs. Aber jetzt mal ohne Flachs, Alter. Seine Begründung, warum er nicht nach Tokio fliegen würde, oder halt, ne? Da, weil er mal einen Blowjob von der Transe gekriegt hat? Ernsthaft? Als würde der am Flughafen landen und sofort wupp, hängt da so ein Ding bei ihm am Lörres dran. Ey, ich würde nicht nach Tokio wollen, weil Tokio, glaube ich, 32 Millionen Einwohner oder sowas hat. Das sind so viele Menschen. Das sind mir viel zu viele Menschen. Ja, aber sagt halt, das hat halt bleibende Schäden hinterlassen. Ja, ne, aber als wenn Japan und Tokio, als wenn das nur das wäre, Mann. Wahrscheinlich wäre sein Berührungspunkt mit irgendwelchen Transsexuellen gleich null in so einer Stadt wie Tokio. Weiß nicht. Das irgendwie finde ich das mega, mega lustig. Das ist schon so cringy. Die Aktion, das ist, wo ich mir so, oh, Alter, mach einen Kopf zu. Und gleichzeitig willst du ihm über die Mütze streichen, wo du denkst, ach du armer Junge. Und wann wurde es aufgelöst? Hat sie denn, hat von ihr oder? Nee, haben wir dann rausbekommen. Und er ist so salty deswegen, Mann. Hast du sie ihn nochmal wieder gesehen? Leider nicht. Oh, so bleiben wir schön. René hat sich ein paar Mal noch mit der getroffen dann oder mit dem. Keine Ahnung. Mit Ehrenmann. Nein, das ist so ein Running Gag. Ich habe da eine Story mal gemacht, die ist sehr bekannt. Verstehe. Ich habe ja nichts seitdem mit dem Lady Wall gehabt oder sowas. Ich wusste das ja auch nicht, ne? Aber seitdem ist so ein Running Gag und jetzt sagt man immer, nach Thailand, ab zu den Lady Boys und so. Dann macht das jetzt alles Sinn. Dann macht das jetzt Sinn. Absolut nicht. Absolut nicht. Sabine. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Jetzt, was jetzt gar nicht geht, ne? Das triggert mich so hart, ne? Kai packt den Stift zwischen die Seiten des Buches und klappt es zu. Aua. Ja, Kai, bei dir läuft. Geht gar nicht. Hätte ich auch mal gerne. Du warst schon Frauenmagnet, das muss man mal. Meine Mutter mochte dich auch sehr gerne. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum du jetzt gesagt hast, warst, aber. Ja, du, das war jetzt im Buch, da komme ich nicht mehr raus. Also das kann man ja mal fairerweise sagen, dass du ein gut aussehender junger Mann damals warst und jetzt immer noch ein gut aussehender Mann bist. Man muss sagen, zwischen Monte und Kai, guckt euch mal den Blick an, den die beiden wechseln. Da geht heute noch was, ne? Konkrete Pläne schon gemacht. Was für konkrete Pläne? Wir haben den konkreten Plan Allianz Arena in München. Das ist der einzige konkrete Plan, den ich kenne. Und wir haben vorhin ausgemacht, wenn du heiratest, bin ich eingeladen. Also, das wäre nicht passieren. Ich stehe auch als Trauzeuge zurück. Ich könnte dich auch beim Heiratsantrag beraten. Warum nicht, Schmierli? Warum nicht? Das glaube ich dir, aber da sehe ich mich nicht drin im Heiraten. So. Der einzige Grund, warum ich heiraten wollen würde, wäre Steuer. Das sagst du nicht nochmal. Das turnt mich ab. Wir müssen ja heute nicht noch ins Bett gehen. So, guckt ihr mal den süßen Blick von Monte an. Guckt euch den süßen Blick von Monte an, wie er ihn anschielt, wo er sagt, wir wollen ja nicht zusammen heute noch, ne? Sagst du nicht nochmal. Hingucken. Twitch Prime ist jetzt Prime Gaming. Wir müssen ja heute nicht noch ins Bett gehen. Guck ihn dir an, du. Was sagst du, Trixie? Twitch Prime ist jetzt Prime Gaming. Ja, richtig. Seit 2,5 Wochen, 3 Wochen so den Dreh. Okay. Hallo, Sang Diabolos, ein wunderschön. Richtig abkönnen. So. So, jetzt hier. Wir gehen mal durch. Ja, ich zeig euch mal einen Spot, wo ich Pfefferspray in die Fresse bekommen habe. Echt? Ja, ja. Warum? 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 Wir stehen da rein. Hier habe ich auch eine Real-Life-Story zugedreht. Mhm. Also die kennen die Leute. Den Ort haben die Leute noch nie gesehen. Mhm. Warum ist das hier passiert? Weil das zufällig. Ich zeige das. Ich bin
ich bin mit René hier längs gegangen und hier sind uns Leute entgegengekommen, zwei Stück. René hat den einen angerempelt, weil er keinen Platz gemacht hat. Dann haben die beide sich in den Haaren gehabt. Also man kann dazu sagen, René hat anscheinend auch ein bisschen Stunk gesucht, weil er hätte ja theoretisch auch Platz machen können. Ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Manchmal ist man so, dass man sagt, der andere macht mir Platz, nicht andersrum. Aber letzten Endes ist das nichts anderes als auch selber provokantes Verhalten. Das heißt, er hat diese Geschichte hat er provoziert, wissentlich. Absichtlich. Die haben sich hier so geschlagen. Und der Typ, der da mit bei war, stand hier neben mir. Und wollte dann dazwischen gehen. Und ich wollte nur zu ihm sagen, nee, lass die mal eins gegen eins machen. Und er wollte ihn so beiseite tun. In dem Moment hat er dann Pfefferspray rausgeholt und mir ins Gesicht gesprüht. Aus nächster Nähe. Ja. Und dann lag ich hier. Bei Pfefferspray, das ist ja, da kannst du ja nichts machen. Und zwischenzeitlich habe ich ein paar Mal die Augen aufgerissen und dann weiß ich noch, dass der eine Typ in der einen Ecke lag, René ist ja, ne? Und der mir Pfefferspray ins Gesicht getan hat, hat der René hier so an der Wand und hat dann gesagt, was hast du mit meinem Bruder gemacht? Okay. Ja. Und dann kam die Polizei. Pfefferspray ist nicht so nice, ne? Habe ich noch nie, also keine Erfahrung damit. Wie lange dauert das, bis man wieder. Lange. Also. Für mich persönlich, Pfefferspray ist das beste Abwehrspray, was man, also zur Selbstverteidigung, was man, also brutal das Zeug. Okay. So. Wo man sagen muss, das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Also Pfefferspray im Vergleich zu CS-Gas, ja. Allerdings, CS-Gas ist nach dem deutschen Gesetz, darf verwendet werden zur Selbstverteidigung gegenüber Menschen als auch Tieren. Pfefferspray wiederum nicht. Ihr dürft Pfefferspray nur zur Abwehr von Tieren verwenden, nicht von Menschen. Es hat automatisch, kriegt ihr eine Anzeige dafür, wegen Körperverletzung. Das heißt, es landet höchstwahrscheinlich auch vor Gericht. Es wird da auch eine Verhandlung dazu geben. Oder es wird auf jeden Fall, wird das Ganze strafrechtlich verfolgt, weil das eine Körperverletzung ist. Pfefferspray kann sehr effektiv sein, allerdings, das wirkt nicht so, wie sich manche das vorstellen. Das Zeug, ich habe Leute gesehen, die haben den Scheiß in die Fresse gekriegt und waren einfach nur noch aggressiver. Dumme! Danke für deinen Resub im 9. Monat. Jetzt darfst du dir den Namen aussuchen, Dumme, mein Guter. Hatten wir das nicht letztens schon? Aber du darfst dir den Namen aussuchen. Pfefferspray gegen Menschen darf man zur Notwehr. Flixi, es verhält sich so. Du darfst, wenn du ein Messer hast zum Beispiel, darfst du zur Notwehr auch tödliche Gewalt anwenden. Also du darfst ein Messer nehmen, du darfst eine Eisenstange nehmen oder sonst was. Allerdings wirst du trotzdem hinterher eine Anzeige kriegen wegen Körperverletzung oder sonst was. Da kommst du nicht drum rum. Oder Einsatz einer tödlichen Waffe. Es wird dann aber während dieser Verhandlung, die dann stattfinden wird, wird dann festgestellt, dass du aus Notwehr dich verteidigen musstest und das probate Mittel angewendet hast. Oder es wird halt geklärt, ob das der Fall ist. Du darfst Pfefferspray einsetzen, aber du wirst auf jeden Fall, wie soll ich sagen, du kriegst auf jeden Fall ein bisschen Ärger dafür. Also es wird dann geprüft, ob das in Ordnung war. Wie gesagt, du darfst in Notwehr, darfst du auch jemanden rein theoretisch töten. Dann wird festgestellt, ob das eben Notwehr war oder ob ein Kalkül dahinter war, ob das Mord war oder Totschlag oder Mord im Affekt. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Es ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber es ist so, du darfst Pfefferspray von Haus aus nur gegen Tiere einsetzen. Ist wirklich so. Steht auch drauf auf den ganzen Verpackungen und so weiter. Du begibst dich damit in Teufels Küche. Also du wirst auf jeden Fall ein bisschen Ärger dafür kriegen. Ich habe, wie gesagt, Leute gesehen, die den Scheiß abgekriegt haben und die sind danach einfach wie ein Berserker. Da geht das einfach nur weiter. Gut, dann macht er halt diesen und dann macht er halt den Haymaker. Das ist ja nicht so, dass du komplett ausgenockt wirst. Am besten ist es eigentlich, wenn du den Scheiß beim Einatmen abkriegst, weil du dann, das reizt wirklich die Atemwege. Wenn du die ganze Zeit husten musst, dann bist du nicht mehr in der Lage, richtig zu kämpfen. Wenn der Rachen gereizt ist und du husten musst, es schwillt alles an, es brennt wie Hulle. Also wenn du daneben stehst, kriegst du ja auch was ab. Es ist unangenehm, aber es behindert dich nicht unbedingt beim Kämpfen. Also wenn, dann musst du einen wirklich so erwischen, dass er das Ganze einatmet, dass er dadurch, dass ihm die Luft zum Atmen fehlt, dass er gar nicht so kampfeswillig ist. Das ist auch ein psychischer Effekt, das nimmt viel raus. Bei manchen reicht es wirklich, wenn es in den Augen ein bisschen brennt. Das ist sehr unangenehm, ja. Aber wenn jemand dann einen sehr hohen Tränenfluss zum Beispiel hat, also die Augen gehen sofort, bam, du fängst an zu heulen, mehr oder weniger, dann kann das auch ganz schnell passieren, dass derjenige trotzdem noch sehr, sehr gut in der Lage ist zu fighten und derjenige ist dann vielleicht einfach nur noch mehr wütend. Also, Das Pfefferspray, ich würde es empfehlen, dabei zu haben, aber immer auch noch eine zweite Variante, um ehrlich zu sein.
wenn ihr euch mal geprügelt habt, wie lange dauert so eine Schlägerei? Das dauert meistens nicht lange. Da fliegt einmal von jedem einmal die Faust, dann geht man sowieso und umarmt sich da und dann liegt man ruckzuck auf dem Boden und dann, dann ist meistens ist das bloß ein Geschubse und Gerangel und Festgehalte. So richtig Schlägerei, das hast du eher extrem selten. Also das sind dann eher Leute, die das wirklich fast schon hauptberuflich machen, sich zu prügeln. In München fühle ich mich relativ sicher. Solange du dich sicher fühlst, ist das schön. Vielleicht bist du aber total nicht sicher, weißt du? Selbstverteidigung, ich sag dir, mein Motto ist, wenn du nichts dabei hast, um dich selber zu verteidigen, dann bist du dazu verdammt, eines Tages darauf angewiesen zu sein. Und wenn du dich nicht verteidigen kannst und auf die, keine Ahnung, auf das Gutdünken anderer Menschen angewiesen bist, das ist nicht, das bringt's nicht. Die Polizei, die braucht viel zu lange, um dir irgendwie zu helfen. Die Polizei ist meistens eigentlich nur da, um Sachen aufzunehmen. Du bist dann davon abhängig, dass andere Leute vielleicht dann drumrum stehen und vielleicht helfen. Und hat es schon oft genug gegeben, dass dann einfach nur zugeguckt wird. Das ist dann dieser, ich glaube, Bystander-Effekt. Der andere wird schon helfen. Die Leute trauen sich teilweise gar nicht zu agieren. Nicht nur ein Messer ist eine Gefahr für dich selber, auch ein Pfefferspray. Wenn du dir, keine Ahnung, du musst halt mit dem Pfefferspray auch umgehen können. So, wenn der Wind halt ungünstig steht und der steht praktisch mit dem Rücken zum Wind und du kriegst den Scheiß selber ab, dann sprühst du dir selber auch einen guten Teil Pfefferspray ins Gesicht. Je nachdem, ob du halt so einen Vaporizer hast oder Strahl. Ja, du kriegst aber trotzdem was ab davon. Jede Waffe kann immer gegen dich eingesetzt werden. Haben wir es nicht ganz originalgetreu nachgespielt? Vielen Dank. Ja. Immer Markt gewesen, hier war ich als kleiner Butschi auf meiner Hallo Sahand. Frische Sachen kaufen und ja, Buxtehude ist ja auch natürlich dafür bekannt, Hase und Igel, da wo der Hund mit dem Schwanz bellt. So, sagt man, ne? Ja, genau, richtig. Man sagt, Buxtehude ist da, wo der Hund mit dem Schwanz bellt. Ja. Ne? Ja, guter Spruch. Wollte ich dir einmal zeigen, hier bin ich als Kind reingefallen. Das, Weil du das Geld rausholen wolltest. Da geht's schon los mit seiner kriminellen Vergangenheit. Ich bin als 8- oder 9-Jähriger reingefallen, weil ich da die Münzen rausgefischt habe und habe gedacht, ich ertrinke. Obwohl ich konnte stehen, aber ich habe gedacht, ich ertrinke. Da bin ich mal als kleiner Butschi reingefallen, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich mit meiner Mutter hier. Oh, ist nett. Ja, das ist halt, ne? Das ist halt Buxtehude, Digga. Das ist halt. Ja. Entweder man liebt Buxtehude oder man mag Buxtehude halt nicht. Für viele weiß Aber ich habe jetzt bisher noch keinen Grund gefunden, warum ich Buxtehude nicht oder überhaupt nicht. Ja, weil Leute vielleicht halt auch einfach gerne in der Großstadt leben und das für die hier zu langweilig wäre. Ach, guck dir mal die Eisbecher an. Guck mal, dreh dich mal kurz. Jetzt kommt das gleich. Eis, ne? Ja. Welche? Ja, das ist richtig, Miss Wie. Ja, das ist ein Familien-Eisbecher. Ach so, der Pflaume. Der Pflaume. Ich wollte gerade sagen, ich habe das schon mal gesehen. Ja. Aber nie live. Nee, das stimmt. Ich küsse hier. Hier, was der Kai, ne? Kneift er in die Seite? Ich hab das gestern nicht ganz mitgerallt, ne? Der Pflaume. Weißt du, er greift hier so voll in die Seite, so übel selbstverständlich, Mann. Ich küsse hier. Ich bin heute das erste Mal in Buxtehude. Ach so, mit. Und er zeigt mir hier gerade mal so ein bisschen die schönen Ecken. Hey, Digga, was geht? Die Bedienung mit der Maske unter der Nase, ja, aber also gerade für Brillenträger sehe ich das sehr häufig, dass sie die Nase frei haben. Genau, sexuelle Belästigung, Anzeige ist raus. Damit, das ist wirklich halt so, ne? Wenn die das wollte, könnte die das glatt machen. Was denkt ihr, warum Keanu Reeves immer den hier macht hinter den Leuten? Der berührt die nicht. Alles hier. Klar, er gibt dem Eisdielen-Fuzzi einfach die Flosse, Digga. Läuft bei euch hier der Laden. Ja. Läuft bei euch hier der Laden. Ja. Corona, Putz. Guckt euch das an. Weißt, Deutschland läuft mit Maske rum, weißt du, hier. Sie ist ordnungsgemäß, läuft mit Maske rum, beide ohne Maske, er gibt ihm die Hand. Ja, löppt der Lachs, ne? Läuft bei euch hier der Laden. Ja. So, jetzt könnte man natürlich voll übertrieben sagen, wenn man da Eis gegessen hat und man kriegt Corona, könnte man die Leute anzeigen und Monte letzten Endes auch, keine Ahnung. Ich nehme Zitrone, zwei Kugeln Zitrone statt Zitella. Zitrone statt Zitella? Ja. Nämlich seit ich ein Fünfjähriger bin. Immer Zitrone. In der Waffe? Ja, in der Waffe, ja. Immer Zitrone, Stracciatella. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, weil es schmeckt, Mann. Ich meine heute überhaupt nicht mehr. Ja. Probiere, glaube ich, Kokos-Schokolade. Sieht auch gut aus. Ne? Kokos-Schokolade sehe ich auch. Wer sind die eigentlich? Wie, du kennst Kai Pflaume nicht?
Kai Pflaume hat, ich glaube, früher so eine Art Dating-Plattform gemacht im Fernsehen. Das war so ähnlich wie Bauer sucht Frau, aber das war noch vor Bauer sucht Frau. Sowas hat er moderiert. Der ist Moderator halt. Man kennt ihn aus dem deutschen Fernsehen und das ist halt Montana Black. Einer der bekanntesten deutschen Streamer oder der größte deutsche Streamer, auch einer der größten weltweit und deutscher YouTube-Star, mehr oder weniger. Aber die sind ja draußen und da ist Plexiglas. Ja, und er hat ihm gerade die Hand gegeben, Mann. Wenn er sich den ganzen Tag, was er vorhin gemacht hat, in der Nase, im Gesicht rumfummelt, dann sind die Viren an seiner Hand, er fasst den anderen an. Oder der andere hat Viren an der Pfote und fasst ihn an. Es geht doch nicht nur um das Sprechen, sondern man soll ja auch Körperkontakt vermeiden, Mann. Stimmt so. Ich bin bald beschissen. Vor allem das, was er ihm gibt, dann mit der spitzen Hand nehmen, weißt du, mit dem spitzen Finger. Dem geht's sehr gut. Alter, gehst du mit dem Huni, gehst du hier Eis kaufen? Einmal. Ja, ein bisschen flexen, ne? Auf jeden Fall einiges am Servieren. Das sehe ich jetzt schon kommen wieder. Glaub mir, da sind richtige Ungeheuer drin, Digga. Mir weiß, was eklig ist in solchen Tümpeln. Der Geruch und es ist ja immer so ein Schlammboden, weil das ganze Laub da ja gemäht und vermodert und da steckst du ja mit den Füßen drin. True that. Also ich fühle das auch nicht. Ist in Ordnung, Miss Vieh. Brauchst bloß mich kennen. Ja. Nächstes Jahr mache ich mit Monte zusammen ein Video. Kappa. Was hast du gesagt? Das wird nie passieren. Warst du letztes Mal in einer Sendung? Ich weiß nicht, in welcher Sendung. Was hast du über Linsen gesagt? Über wen? Aber ich bin froh, dass du bei mir bist, Miss Vieh. Bohnen, Erbsen, Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Kennst du das? Bohnen und Speck. Kennst du noch den Zusatz? Erbsen, Bohnen und Speck. Hauen guckt euch das an. Sie kommt einfach random angelaufen, stellt sich neben ihn. Sie fragt nicht mal. Ey Leute, also wenn wir mal Community-Treffen machen und ihr wollt ein Foto haben, was ich eh schon, keine Ahnung, ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten will mit mir ein Foto machen. Aber wenn das passieren sollte, fragt mich doch einfach. Ey, das kostet nichts zu fragen, Leute. Sie kommt einfach random an und stellt sich neben ihm ein Foto, als wenn er ein Stück Fleisch wäre so. Leute, dann sagt ihr, hey, keine Ahnung, hey Monte, Hallöchen, können wir ein Foto machen so. Und wenn er sagt nein, dann musst du halt damit klarkommen, aber doch nicht einfach daneben stellen, Mann. What the fuck? Und sie ist ja niedlich, Alter. Ist ja eine Süße. So, wow, was ist denn jetzt hier für ein Auflauf? Ja, die ist doch so geil. Mama, aber ohne die Kinder. Aber ohne die Kinder. Weg mit dem Schmutz. Wingardium Leviosa. Weg da, Alter. Aber ohne Kinder. Aber guckst du Hunde? Ja, ne? Schön. Ich war noch nie, guckst du Hunde, das erste Mal. Was? Ja, ich weiß auch nicht warum, ich war überall schon. Ich war noch nie, guckst du Hunde. Mädchen oder was? Ja, ja. Lass ihn mal. Ist er nicht eine Person des öffentlichen Lebens, wie dann alle Promis? Und würdest du die Meinung vertreten, dass wenn zum Beispiel, wenn jetzt Kai Pflaume auf der Straße ist, dass du einfach hingehst, ein Foto machst? Hat er dann kein Recht auch auf eine Privatsphäre so? Das ist ein Ding, was ich echt nicht begreife. Dass die Leute der Meinung sind, ja, er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Klar, natürlich. Aber trotzdem darf er doch immer noch selber entscheiden, ob die Leute mit ihm ein Foto machen oder nicht. Das Recht hat er. Er wird es ihr garantiert nicht absprechen. Ich meine, er posiert ja sogar, ne? Nein, aber Miss V, jetzt nehmen wir an, keine Ahnung, Brad Pitt. Klar, Brad Pitt wird dir auch nicht verbieten, ein Foto mit ihm zu machen. Aber Fragen kostet doch nichts, oder? Er ist ein Mensch. Er hat trotzdem ein Recht auf Privatsphäre. Er darf immer noch entscheiden, dass jemand mit ihm ein Foto macht oder nicht. Wer ist dieser Privatsphäre? Scheint bekannt zu sein. Aber mich stört das übelst. Ich würde nicht hingehen und mir einfach ein Foto machen, sondern ich würde sagen, hey Monte, Hallöchen, können wir ein Foto machen bitte? Würde mich übelst freuen. So, das kostet doch nichts, Alter. Da bricht dir doch kein Zacken aus der Krone, Mann. Vor allem, du baust doch eine persönliche Beziehung auf oder geht's dir wirklich nur so drum, ich will mal ein Foto mit dem gemacht haben? Ey, wenn man unbedingt ein Foto mit dem möchte, dann möchte man den vielleicht auch kurz persönlich kennenlernen, Mann. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt, mir fällt jetzt niemand ein, den ich mal unbedingt treffen wollen würde, aber wenn ich jetzt jemanden hätte, wo ich sage, yo, das ist ein Mensch, der fasziniert mich. Keine Ahnung, Lucas Parker ist ein ehemaliger Gewichtheber. Bei dem, wenn ich mit dem ein Foto machen könnte, würde ich hingehen, yo, Lucas, I really like your style and you're such a good sportsman oder sowas. Dann würde ich mit dem versuchen zu reden und nicht einfach hier ein Foto putzen. Ich finde, das geht absolut gar nicht klar. Ein bisschen schnüffeln, er will mal eine klar machen. Komm her, Kylo. Ich bin mal gleich wieder da. So hübsche Augen hast du, Mäuschen.
so hübscher Ort hast, ne? Also hier ist jetzt die Stadtbibliothek. Hier hinter den Mauern. Würde man von mir wahrscheinlich nicht denken, aber ich war früher da sehr, sehr oft drin. Mit meiner Mama zusammen, da gab es auch noch nicht die digitale Zeit. Da hat man sich seine CDs, Bücher, Graffiti-Magazine konnte man sich hier ausleihen. Ne? Und die Stadtbibliothek, die Stadtbücherei war auch immer ein cooler Ort, fand ich. Ich fand das cool. Liest du heute ab und an noch? Nee, gar nicht. Hm? Hörbücher? Oder gar nicht, gar keine Bücher? Ich bin da noch oldschool. Wenn ich mir mal ein Hörbuch anhöre, dann ist es 3 Fragezeichen der Neufolge. Also 3 Fragezeichen höre ich sehr gerne und viel. Aber ansonsten so Bücher lesen, gar nicht. Aber 3 Fragezeichen sind auch cool. 3 Fragezeichen ist Ehre und... ist cool. Ja, wer 3 Fragezeichen in seiner Kindheit nicht gehört hat und nicht fühlt, der tut mir einfach leid, weil er was verpasst hat. So, wer 3 Fragezeichen nicht fühlt, der hat's verpasst. Ja, das stimmt. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrew. Digga, das ist einfach cool. Einfach geil, ne? Einfach cool. Moin. Können wir ein Foto machen? Können wir machen, ja. So in die Mitte, dann mache ich so sehr viel. Der Pflaume im Kirschenland. Moin. Ist das nicht, ist das hier das Kirschenland ja, oder das Apfelland? Ja. Kirschenland. Das ist echt so biet. Aber Pflaumen gibt's hier auch. Ich habe selber schon. Ich meine, klar, ihr werdet recht haben damit, aber was bringt mir ein Foto, wenn der nicht auch in die Kamera guckt, sondern gerade so mit irgendwem redet und dann ist so ein Foto von der Seite? Das ist doch Müll, Alter. Über 20 Jahre nicht verändert. Klar haben die auch mal was neuer gemacht, aber. Also hat er sich optisch doch verändert. Jetzt sind wir in der bekannten Buchstube. In die Hose fassen, da brauchst du kein Foto, das macht so die Runde. Wie meinst du, wem in die Hose fassen? Dir selber oder ihm? Monte zur Schule gegangen. Aber da hast du damals auch schon geraucht hier auf dem Schulhof? Ja, haben wir. Im Rauchereck. Mhm. Kennen vielleicht einen noch. Oh, der Lehrer kommt. Er hat eigentlich auch die ganze Zeit einen Balken in der Fresse, ne? Aber ich bin hier. Ich will nicht wissen, wie seine Bude riecht. Ihm? Das ist sexuelle Belästigung, ist wie. Guter Mann. Ja? Solltest du bei mir nicht machen. Dann sagen wir mal. Der Nagel war ein guter Lehrer. Gibt's den noch, weißt du? Den gibt's noch, ja. Aber ich weiß nicht, was der jetzt macht, keine Ahnung. Aber ich find's halt, wenn es um das geht, finde ich es halt echt schade, dass es nicht in Ordnung ist, eine Frau nur irgendwie anzufassen. Aber dass es manche wohl lustig finden, einen Typen dann so anzufassen. Wenn mir einer in Schritt geht, könnte böse Folgen haben. Finde ich absolut nicht geil so. Also generell, ich mag Anfassen allgemein überhaupt nicht. Und wenn ich dann schon mit irgendwem irgendwie ein Foto machen würde, wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf diesem Erdball ein Foto mit mir machen wollen würde. Aber ich würde definitiv nicht zulassen, dass irgendeine Alte zu mir hinkommt und mir in den Schritt fuckt. Das funktioniert nicht. Oder mir an den Arsch greift so. Das würde sofort andersrum gehen. Weil ich das absolut nicht cool finde. Ich würde ja auch nicht hingehen zu irgendeiner Frau und würde die einfach anpacken so. Ja, Digga, ich bin kein Stück Fleisch so. Ich gehöre niemandem außer mir selber. Wenn die Alte geil ist, nee. Das entscheide immer noch ich selber, von wem ich mich anfassen lasse. Und das kann man gerne kommunizieren, da kann man gerne miteinander reden. Aber ich habe das selber schon gehabt und auch bei anderen Menschen gesehen. Manche, also gerade bei Mädels ist das wohl, auch bei Jungs, klar, die denken so hingehen, anpacken, wäre cool. Nee, absolut nicht. Wer würde sowas machen? Es gibt Leute, die sowas machen. Leider genug. Hey, guck dir ja zu, Herr Nagel. Armkneifen ist Körperverletzung. Der Sido. Ich kann dich deswegen anzeigen. Der ist ja aus Fass der mich nicht an, ohne dass du von mir die Erlaubnis dafür hast. Das ist ganz einfach. Willst du ja auch nicht. Ihr Mann, Herr Siebknecht, so ein ordentlicher Oschi war das. Alles, gab viele nette Lehrer. Und der Beste, ja, der Beste so, war sowieso Herr Görtler. Du packst nicht irgendeinen Menschen einfach an, ohne seine, ohne davon, dafür eine Bestätigung zu haben. Natürlich verbal, nonverbal. Der hatte Ausstrahlung und... hat auch nicht dich mit Samthandschuhen angefasst. Nur Scheiße gemacht, hast du dich auch mal angebrüllt. Okay. Der hat dich nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern mit Sandhandschuhen. Quarzsand. Das war aber auch in Ordnung, aber immer im konkreten Ton. Also der Görtler war immer ein guter Typ. Und das war eine alte Schule hier, die Südschule. Hört sich aber eigentlich danach an, als ob du... Keine Umarmung? Man kann fragen, JJ. Kostet doch nichts. Schade. Ich dachte, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Weil es Regeln gab. So kleines Beispiel. So kleines Beispiel, wo wir es gerade mit Trixie haben, ne? Also, Trixie, weißt du noch, wie wir uns bei dir vor der Ferienbutze, wo ich auch im ersten Moment dir nur die Hand geben wollte? Trixie ist bestimmt AFK. Aber ich habe mit Trixie habe ich auch
wir haben uns bei ihm vor der Ferienbutze. Ja, weiß ich. Wir standen ja bei dir vor der Butze und ich wollte erst die Hand geben, weil ich nicht wusste, ob umarmen oder sowas. So, und dann Trixie reißt die Flügel auseinander, dann denke ich mir, alles klar, dann machen wir ein Drückerchen. Voll in Ordnung. Aber ich wäre jetzt nie hingegangen und hätte ihm sofort eine Umarmung oder sowas aufgezwungen. Weiß ich ja nicht. Für manche Leute ist das ja sogar schwul. Manche Leute haben da eine absolute Abneigung dagegen. Deswegen würde ich das nicht machen. Aber mit dem Asset habe ich das damals auch. Man hat sich gesehen und irgendwie so, alles klar, machen wir ein Drückerchen so. Aber komm doch nicht random angelaufen und umarm jemanden einfach. Das geht gar nicht, Mann. Aber schwul, also wer eine Umarmung zwischen Männern als schwul ansieht, der hat wahrscheinlich eher Probleme. Der ist sowieso düsig in der Birne. Aber weißt du, manche haben damit echt ein Problem, Alter. Manche haben damit richtig ein Problem. Aber ist schwul nicht gut? Schwul ist genauso gut wie hetero. Aber manche haben damit richtig ein arges Problem, Alter. Mir leuchtet es nicht ein. Ich habe kein Problem mehr, mit einem Typen zu umarmen. Ich kann jeden umarmen. Ich auch nicht. Ich habe allgemein ein Problem mit Umarmen. Also ich bin nicht so, dass ich jemanden, den ich gar nicht kenne. Und der Trixie ist ja nun auch schon, seit über einem Jahr ist er bei mir im Channel aktiv. Das heißt, man kennt sich irgendwo schon. Aber ich würde jetzt zum Beispiel den Bilal, wie lange bist du jetzt hier? Du bist jetzt einen Tag hier, Bilal. Ich würde niemals mich mit dir umarmen wollen, einfach so. Ken geht, Robbe! UFF noch ein Monat, dann kann ich mir einen Namen aussuchen. Robin, vielen Dank für deinen Resub im 8. Monat, genau. Nächsten Monat darfst du den Namen aussuchen. So, da muss schon irgendwie, da muss eine Basis sein. Lilo, dich umarmen. Leute, das ist kein Witz. Ich umarme mich nicht gerne. Vor allem nicht mit wildfremden Leuten. Also es muss irgendwo eine gewisse Basis da sein. Ich habe da sehr, sehr lange gebraucht, mir das überhaupt anzugewöhnen, dass ich nicht nur akzeptiert habe, dass das sozial halt ein Zeichen von Zuneigung ist, sondern das auch zu machen. Ich fasse nicht gerne fremde Menschen an. So, da muss halt eine gewisse persönliche Basis da sein. So, früher wäre es wahrscheinlich so gewesen, ich sehe Trixie, er reißt die Flügel auseinander, sag ich so, ich gebe ihm trotzdem die Hand und dann wäre so ein... Dann wär so ein Moment, kennt man ja aus manchen E-Sports-Clips, so alle geben sich gegenseitig die Faust und der eine sitzt halt da und hält immer noch die Faust hin und wird nicht beachtet. So ein Moment wäre das. Richtig harter Cringe einfach. Ja, richtig, richtig übel, wo du denkst, oh Mann, oh, übel. Aber so wäre das bei mir früher gewesen, wenn da einer sich umarmen wollte. Sorry, Abstand, Alter. Ich bin so halt nicht. Deswegen, wenn das mal der Fall sein sollte, mein Tipp an euch, fragt doch einfach. Und dann kann ich immer noch, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe einen Schritt auf dich zu und sag, jupp, du darfst in meine Privatsphäre hier sozusagen rein, ja, weil für mich ist um jeden Menschen rum wie so eine Art Kugel, die sein Safe Space oder sein Space ist, den ich nicht irgendwie einnehmen möchte. So, und wenn ich dann für mich entscheide, okay, ja, du darfst eine Umarmung haben, gut, aber nicht einfach ankommen und irgendjemanden an der Hüfte packen oder sowas, mag ich nicht. Würde ich auch mit anderen Leuten nicht machen. Nicht einfach hingehen und umklammern so. Nein. Verwandte oder sehr gute Bekannte. Ich habe, wie gesagt, müsstet ihr meine Schwiegermutter fragen. Da habe ich mich echt lange schwer getan. Das ist auch heute noch so, dass ich, dass das immer so ein ganz kurzer, awkward Moment ist. Aber ich bin da, sag ich mal, schneller geworden, das zu realisieren. Oh ja, jetzt umarmen, schnell. So. Dass derjenige nicht lange dasteht und so einen peinlichen Moment hat, ne? Also hier sind jetzt zwei Umkleiden, da konntest du von der einen Umkleide durch die Dusche in die andere und dann kommen dahinter noch drei, vier Umkleiden und die waren alle verbunden immer mit der Dusche. Und ich konnte halt mit dem Schlüssel in die Umkleide rein, die Taschen leer machen, durch die Dusche in die Gräbern, andere Umkleide. Mont hat Schule nicht nur von innen gesehen, das sagt er gerade. Das habe ich oft, sehr oft gemacht. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Du hast es aber eben selber schon gesagt, es ist nichts, worauf du stolz bist. Nee, das war halt meine Drogenzeit, ne? Ach so, also das war wirklich beschaffen. Ich sag ehrlich, wenn ich das wüsste, dass der mir damals die Taschen leer geräumt hat, der würde von mir heute noch auf die Fresse kriegen. Ja, und nun haben wir für ein 45-Minuten-Video haben wir fast 3 Stunden gebraucht, um das einmal durchzugehen. Uff. Habt ihr noch was wir uns angucken wollen? Ich wollte mal Montes Mutter mir noch angucken. Und herzlich willkommen. Heute das 300.000 Abonnenten Spezialvideo. Und viele von euch wollten ja schon immer wissen, wie meine Mama aussieht, beziehungsweise ich habe eine Mutter oder schon die Frage gestellt. Ja, ich würde einfach sagen, Mutti, komm mal rüber. Boah, du trampelst aber. Das machen Trampeltiere so. Ja, Freunde, das hättet ihr vielleicht jetzt im Real Life nicht gedacht, aber das ist meine Mami. Ja, da sind schon Ähnlichkeiten vorhanden. Also da Monte kann. Das ist schon Mutti auf jeden Fall.
Fragen bei Facebook gestellt, die wir. Aber Leute, kommt. Also die Ähnlichkeit zwischen Monte und seiner Mama lässt sich echt nicht abstreiten, ne? Das ist seine Mama. Das ist seine Mama, keine Frage, Mann. Gemeinsam beantworten werden, aber willst du nicht erstmal Hallo sagen? Hallo. Du musst sagen, hallo, ihr aktiven Spritzer. Nein, sowas. Doch, das musst du, wenn du ein Teil des. Der hat sogar ihre Stimme, Alter. Habt ihr das gehört? Ja, das sag ich nicht. Hallo, ihr aktiven Spritzer. Nein, sowas. Doch, das musst du, wenn du. Jetzt weiß ich, wo Monte seine Stimme her hat. Wenn du ein Teil dieses Videos sein willst, dann musst du auch mal aktive Spritzer nehmen. Hallo, FIFA, einen wunderschönen. No homo. Nice Cap von Monte. Das sieht auf jeden Fall besser aus als das Scheißding, was er eben auf hatte. Das ist jetzt raus. Nein. Oh, Stock im Arsch. Nein, nicht Stock im Arsch. Das ist ja noch. Hört euch mal ihre Stimme an, Alter. Die, also jetzt ohne gemein sein zu wollen, aber sie klingt halt für mich subjektiv, klingt sie so, als würde sie jeden Tag eine Flasche Jackie und eine Schachtel Zigaretten zum Frühstück vertilgen, Mann. Schlimmer als aktive Spritzer. Digga, die hat eine Stimme wie Walter. Die hat eine Stimme wie Walter. Muss ich sofort an SSIO denken. Hallo, ich glaube, ich habe eine Spindkarte verlegt. Ob sie mir wohl eine neue ausstellen können? Ey! Entschuldigung, mein Herr. Ich befürchte, meine Spendenkarte funktioniert nicht. Ob Sie wohl in der Lage wären, mir möglicherweise eine neue auszustellen?